So, okay, wir haben es geschafft. Sehr schön, Gott sei Dank. Oh, guck mal, da ist Gold. Ja, lalalala, das. So viel Zeit muss sein, liebe Leute. Nichts. Nichts. Ja, es braucht nur Zeit. Nichts. Na toll. Hier? Nichts. Da hat er wirklich nirgendwo was. Wo ist die Warp Zone? Nichts. Eine Badewanne? Moment, hier? Nichts. Was? Oh, oh. Huch. Ah, das war wahrscheinlich die Warp Zone. Nein, und das Schiff stürzt ab, oder? Wir fallen da runter. Ach so, die Warps und natürlich das Klo. Okay. Lal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 a. War voll der schön gemalte Hintergrund. Alter. Huch. Oh. Titten. Brüste. Hupen. Oh, Quarktaschen. Was machen diese Otaku hier? Raku findet euch süß. Raku mag euch. Halt den Rand, Raku. Du denkst immer nur daran, Haarkram mit Männlein zu machen. Aber meine Damen, beruhigt euch. Yo, Chimax. Soll ich euch den Rücken waschen? Vielleicht wäscht sich dieses Missverständnis dann weg. Oh, ihr seid so tot. Wow. Wow, was für ein Schlag. Und ihr seid alle die Nächsten. Was? Huch. Oh. Ja, das ist ja nett. Okay. Was passiert hier? Okay. Okay. Episode 6. Big Trouble in Neo Sushi. Ach hey. Sind wir tot? Nein, sind wir nicht. Du hast unseren Sturz abgefangen. Danke. Bin ich tot? Komm, steh auf. Niemand stirbt. Nur besiegt. Ja. Wurde ich besiegt? Ach Junge, steh auf. Leute, warum sind eure Klamotten jetzt anders? Seid ihr böse Klone? Ja, nur Spaß. Nein, so sind wir nicht. Unsere Klamotten waren nass und wir haben uns ein paar Gewände genommen, die da hängen, ne? Geil, ein neuer Stil für Nigel. Yeah. Boah, ich bin so geil. Gut für euch. Also, was machen wir jetzt? Nebenbei, wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber vielleicht sollten wir die Umgebung checken. Der Tempel könnte ein guter Anfang sein. Ja, und ich, apropos guter Anfang, ich werde jetzt mal kurz speichern, das war mir zu viel Stress. Und ich mache eine kurze Aufnahmepause. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. So, ja, und schon sind wir zurück bei einer neuen Aufnahme für mich. Wir sind hier an einem Tempel, wie es aussieht. Ja, das wisst ihr natürlich, weil für euch ist wahrscheinlich gar keine Zeit vergangen. Aber naja, kommt egal. Ich quatsche schon wieder zu Tode. Wir wissen nicht, wo wir genau sind. Und deshalb müssen wir gucken. Oh, ein Stein. Kann man da drüber? Nö, schade. Dann werden wir wohl oder übel hier doch reingehen müssen. Ah, da ist ein Zettel. Bin meditieren, bald zurück, vielleicht. Sensei, PS, wenn ihr keine Helden seid, nehmt euch nicht die trockenen Heldenanzüge. Wenn doch, dann sind die für euch. Ah, schön, dann sind das für uns. Sind die für uns, okay. Gut, also, ja, toll, wir haben sehr viel herausgefunden. Beim Tempel, dann gehen wir nochmal raus. Ach, wie schön. War voll schön. War voll schön. Das geht voll. Moment, Moment. Da ist jemand, ich sehe das. Kann ich da irgendwie hoch? Ich sehe da drüben jemanden, aber ich komme da nicht rüber, oder? Kann ich da irgendwie? Moment, so. Hallo? Schrei. Geht nicht. Okay. Gut, aber offensichtlich. Oh mein Gott, wir sind hier in einer sehr interessanten Stadt. Ich will da nochmal hoch. Ich muss gucken. Vielleicht komme ich ja doch irgendwo raus. Und kann dann diesen Typen bequatschen. Ja, ich muss das probieren. Das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, ist mir das. Dass wir hier ja nichts verpassen. Ja. Und dann eventuell eben Dinge verpassen und ja. Und dann ganz, ganz viele tolle, wichtige Dinge nicht haben und dann hoffnungslos sterben. Das passiert ja manchmal. So, okay, also wir sind ja, wie es aussieht, in einer Großstadt. Ach hey, mit Autos und so, nein. Hütet euch vor Punks. In Gruppen sind sie tödlich mit ihrem fettigen Haar, lauter Musik und verrückte Kracher. Ja, natürlich, okay. Als Roboter muss ich ständig Sake trinken, um meine Batterie zu laden. X. Okay, aha, gut. Der ist ein Roboter, wie es aussieht. Oder glaubst du zumindest? Gut, der spricht nicht mit uns. Ich weiß nicht, ob Destiny das so bestimmt hat, aber wenn ein Schüler zu großen Taten bestimmt ist, ist dein Platz im Klassenzimmer immer der gleiche. Letzte Reihe am Fenster. Okay. Mutti sagt, dass ich nicht auf das Gras oder in Wäldern gehen soll, weil mich sonst die Monster häufiger angreifen. Ich bin immer noch ein niedrigstufiger Gemeiner. Ja, okay. Wer bist du? Mein Sohn bringt immer kleine radioaktive Sammelmonster mit. Mittlerweile leuchtet meine Wohnung im Dunkeln und ist mit zufälligen Begegnungen gefüllt. Oh je.
Der Sensei ist ein echter Erotomane. Er verfolgt ständig Mädchen im Spa. Ja? Okay, was ist das? Ah, ein Laden. Okay, guck mal. Wie kann ich euch helfen, junge Helden? Ja, das ganze Zeugs brauchen wir nicht, weil wir haben gesagt, wir kaufen nichts. Außer Zauber. Die wir zwar auch nicht brauchen. Moment, wir gehen mal kurz verkaufen. Ja. Aber zumindest ist das was Schönes, was man sammeln kann. So, haben wir hier irgendwo mehr als eins? Wir haben hier Darks Klinge, haben wir zwei. Das ist schön, wir bekommen ein bisschen Geld, das ist toll. Alles andere behalten wir uns natürlich. Also ein Item zumindest, ne? Wie kann ich euch helfen? So, der hat auch das ganze Zeug, was wir nicht brauchen. Was steht hier? Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Das akzeptiere ich nicht. Ach, verdammt. Aber cool, dass wir jetzt hier so ein seltsames anderes Outfit haben. Seit neuestem, warum auch immer. All diese Autos, Technologie und Zeugs, ich sag's euch, die haben unsere friedliche Gesellschaft ruiniert. Der Namenlose ist schuld, ich sag's euch. Haben wir mit denen schon gequatscht? Geh mir aus dem Weg, Punks, ich arbeite hart daran, die Welt zu erobern. Okay. Ah, da ist auch noch einer. Nein, der hat jetzt beinahe... Was? Hier gab es früher viele Laboratorien. Ich kann mich an eines erinnern, das hinter einem Wasserfall versteckt war. Oh, ein Wasserfall, sieh an. So, da kommen wir nicht rein. Aber sonst irgendwo rein? Nö, sieht nicht so aus. Okay, na gut, dann gehen wir halt hier mal nach rechts. Ah, ein Inn. Meine Oma erzählt mir immer die Geschichte vom magischen Brunnen hier in der Stadt. Ich wette, er ist hier irgendwo versteckt. Als ich noch jung war, gab es hier einen magischen Brunnen, der einen in die Vergangenheit schicken konnte. Ja, es war ein verzauberter Ort mit Samurais, Fischen und Drachenkugeln. Aber auch voller Dämonen. Ach so, ist das also okay? Ich bin mir sicher, dass ich der nächste Held sein werde. Ich habe alle Voraussetzungen. Ich bin sehr jung, noch nicht in der Pubertät, lebe alleine, da mein Vater im Ausland arbeitet und meine Mutter ist tragisch verstorben. Ja? Aha! In der Schule werde ich von heißen Mädels umzingelt, die mich einfach vergöttern und in der Klasse sitze ich in der letzten Reihe am Fenster. Habe ich bereits erwähnt, dass ich Testfahrer für riesige Kampfroboter bin? Ich bin dazu auserwählt, ein Held zu werden. Juhu! Okay. Ah, das ist ein Loch. Können wir nicht rein. Schade. Also, nicht jetzt, was ihr denkt, sondern weil, ja, verschlossen. Genau, weil da könnten wir ja vielleicht den magischen Brunnen finden. Aber da ist ja ein Inn, da gucken wir da mal rein. Ein Inn, nicht ein Inn der. Ja. Gut, dann schauen wir da mal weiter. Haben wir mit dir schon gesprochen? Bist du der... Ja, bla 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 bla. Du bist der nächste Held, das wissen wir schon. Hast du schon gesagt. Ein Zettel. Der Programmierer wollte, dass hier das Schild gelesen wird. Hier ist es. Ja, wenn das so ist, wenn der Programmierer das wollte, ist das natürlich okay. So, können wir die aufmachen, die Kisten? Nein, schade. Kann man hier irgendwo durch? Nö. Schade eigentlich. So, gut. Oh, Polizei. Wir gucken mal in den Magieladen rein. Wie kann euch die Magie helfen? Na, das ist schön, magischer Trank. Wir haben eigentlich ganz viel Geld jetzt, das ist schön. Nur hier... Ich meine, das Zeug wäre schon gut buff. Naja, gut, dafür die Stärke wird weniger. Das wäre gut. Elfenstab, da wird alles besser. Fuji-Stab oder Raichin-Stab. Die wären ja schon gut. Aber komm, nee, ich will mir das Zeugs wirklich nicht kaufen. Ja, da gibt es so viel Zeugs, was wir kaufen könnten, was für uns dann besser wäre. Aber nö, machen wir nicht. Ich will Zauber. Ich gebe mein Geld nur für Zauber aus. So, was mit euch? Ich will da durch. Irgendein dummes Mädchen ist in einen Brunnen gefallen, der ein Tor zu einer anderen Dimension war. Auf jeden Fall drehen sie jetzt einen Zeichentrickfilm darüber und deswegen darf niemand in den Park. Ach nee. Irgendein dummes... Okay. Ja, bla bla. Okay. Was? Ich werde das gleiche wie die beiden anderen Polizeibeamten sagen. Redet einfach mit denen, okay? Okay. Ja, dann gut, wenn du nicht mit mir reden willst, dann, ja, ist auch okay. Gut. So, dann schauen wir doch mal hier nach links, würde ich sagen. Oh. Kommen wir da nach oben? Verschlossen. Ach, das ist ein... Oh, also da laufen sie automatisch. Das ist eine Brücke und darunter fahren Autos durch. Boah, wie cool. Fehlen nur die Soundeffekte. Speichern. Ja, wenn da steht speichern, ne, dann machen wir das natürlich auf. Platz 3 diesmal. Ach, guck mal, unsere Kleider sehen jetzt einfach so viel besser aus. Ach, das ist schön. So, speichern. Tada!
Warum muss ich hier speichern? Ist hier leicht das böse Auto, das mich töten will? Oder kann ich hier durch irgendwo? Kann ich die Straße überqueren hier? Nö. Hier? Oh, wenn ich noch einen Trainer oder Lehrer suche, ja, schaut bei der Schule vorbei. Punks. Hm. Wer bist du? Die Aufgabe eines Lehrers ist nicht nur das Lehren, sondern auch das Beschützen der Schüler vor zufälligen Begegnungen. Ja. Es ist zu früh, Kinders. Die Schule hat noch zu. Kommt wieder, wenn ihr die Geschichte weitergespielt habt. Wovon redest du? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Was? Die Schule hat noch nicht offen. Na toll. Wozu habe ich jetzt gespeichert? Gut, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Kann ich hier? Geht's raus? Ah, nee, nicht raus, sondern... Ah, hier geht's weiter. Okay. Schön, ist das ein... Hallo, die Herren. Was kann ich für Sie tun? Ein Laden. Okay. Sushi... 200, achso, Pizza gibt's nicht mehr, stimmt, aber 200 ist ja prinzipiell auch nicht schlecht, ja. Und Sake halt dann wahrscheinlich AMP Recovery 200, okay. Ja, komm, wir nehmen ein bisschen Sushi mit. 10 und Sake nehmen auch 10 mit. Aber mehr kaufen wir natürlich hier nicht. So, was sagst du? Das ist der beste Ort für Sushi und Sake. Um genau zu sein, ist das, der einzige Ort, ne? Warum sind Männer so sehr in Brüste vernarrt? Ja, das, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Hups. Wir hatten ein paar Beschwerden über ein paar Nerds, die Mädchen im Spa belästigt haben. Ihr seid wie Freaks angezogen. Ihr kommt hier nicht rein. Ah, das ist war der Spa. Okay, was ist der? Yo, Baby, zeig mir, was du hast. Warum reden wir nicht mit diesen alten Perverslingen? Schau, sein Kopf ist kahl, er ist uralt, aber immer noch rüstig. Oh ja. vielleicht zu spät. Mann, ich liebe diesen Typen. Er muss der Tempelpriester sein. Bist du sicher? Ey, was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich meditiere? Eure Kleidung. Sie sitzt wie angegossen. Ihr müsst Helden sein. Also eigentlich ist meine etwas zu klein. Ich musste die Jacke um die Hüfte binden. Egal. Nur ein Held könnte solch extravagante Ausrüstung tragen. Wir wollen euch nicht den Spaß verderben, aber wir waren nass und die Klamotten lagen halt gerade rum, ne? Ruhe. Seit das Zufall gibt es nicht. Nur Schicksal. Oh, Kacke. Schon wieder. Ja, Opa. Wir sind Helden. Seht ihr? Das will ich hören. Da ihr so freundlich seid, würdet ihr uns ein paar Fragen beantworten? Natürlich. Aber nicht hier. Lasst uns in meinen Tempel zurückgehen. Komm. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ach ey. Es ist das Ende des 20. Jahrhunderts. Ich nehme an, es war 199X. Ach ey. Oh, ein Video. Das Land von Neo Sushi wurde von einer riesigen Giga-Explosion getroffen. Die größte, die wir je hatten. Viele Helden haben mutig gegen die Explosion gekämpft, aber keine Klinge, Kanone oder Schlag der Rechtschaffenheit konnte sie aufhalten. Wisst ihr, es ist schließlich eine Explosion. Ja, man kann sie nicht aufhalten. Tja, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Was? Welch Erleichterung! Ja, genau, in der Tat. Und was ist dann passiert? Die Welt, wie wir sie kannten, wandelte sich. Strahlung verwandelte das Land außerhalb von Neo Sushi in Ödnis und die Jugend in Punker und böse Biker. Roboter wurden verrückt und merkwürdige kleine Sammelmonster tauchten aus dem Gras auf. Es war die Hölle auf Erden. Niemand war auf solch einen Wahnsinn vorbereitet. Wow, das ist krass! Yo, interessant. Aber warum erzählst du uns diese Geschichte? Habt ihr es noch nicht begriffen? Derjenige... Was? Schatte... Wow, mach ihn nicht schon wieder. Das war knapp. Sprech diesen Namen niemals wieder in meiner Anwesenheit aus. Sorry, Opa. Du sagst also, dass er diese Mega-Explosion verursachte und all den ganzen Unsinn, den du davor erzählt hast? Es war eine Giga-Explosion. Keine Mega, aber ja, er hat all das verursacht. Wow, er ist ein echter Bösewicht. Wegen juckt so, wer Bösewicht ist. Wir haben jetzt diese neue supermagischen Ringe. Wir sind jetzt Helden. Oder? Falsch. Na ja, toll. Weil der Namenlose seinen neuen mysteriösen Verbündeten hat? Wen kümmert der schon? Du bist der Einzige, der ständig über ihn redet, Francis. Ah, ist er dein neuer Freund? Halt den Mund. Ich wette, wenn wir auf ihn treffen, klatschen wir ihn direkt um. Yo.
Seid nicht so selbstsicher, junger Grashüpfer. Der Namenlose hat hier nämlich ein Forschungslabor in der Nähe von Neo Sushi. Niemand weiß, was er angestellt hat. Wahrscheinlich etwas Böses, Dunkles und Gemeines. Es ging natürlich alles schief und alles flog in die Luft. Nicht einmal Destiny konnte das Desaster rechtzeitig vorhersehen und ihn aufhalten. Du meinst, es war ein Unfall? Ja. Oh, armer Bösewicht. Es war alles gar nicht seine Schuld? Nun, vielleicht. Aber er wusste, dass die Machenschaften mit dem Unbekannten unvorhergesehene Konsequenzen haben können. Jeder weiß das. Destiny konnte bloß seinen Namen verfluchen und ihn und all seine Untergebenen in ein vergessenes, gefrorenes Land östlich von hier verbannen. Ja, genau, das hat er gemacht, ne? Seit dem Tag bekämpft Destiny das böse Namenlose mit seinen prophetischen Fähigkeiten und indem er Helden herbeibeschwört. Darum habt ihr uns also herbeibeschworen. Weil der Namenlose etwas im Schilde führt und es keine Prophezeiung wie beim letzten Mal gibt? Ihr habt Angst vor einer erneuten Explosion? Und warum sollte man es euch nicht vorwerfen, ne? Ich trau mich kaum zu fragen. Aber ich nehme an, dass du auch was von uns willst. Lass mich raten, den Namenlosen in Grund und Boden stampfen. In der Tat. Ja, vielleicht habe ich die gleiche hellseherische Kraft wie der Imperator. Oh Mann, warum könnt ihr Leute euch nicht selbst um eure Probleme kümmern? Macht euch nicht lächerlich, das ist nicht unsere Tradition. Helden erledigen die Drecksarbeit. Ihr seid diejenigen, die wie Helden angezogen sind, ne? Großartig. Okay, erzähle uns, wo dieser Bösewicht lebt, damit wir diese langweilige Unterhaltung beenden können. Oh, nicht so stürmisch, junger Hüpfer. Ich kann euch nicht den Weg zum Namenlosen weisen, sondern den Weg zur Erleuchtung, ja? Zum perfekten Selbst und mystischer Stärke. Ja, wirklich? In der Tat. Fantastisch! Gut. Aber wie willst du das tun, Oldtimer? Indem ich euch den gigantischen Angriff des Eldritch Dämon der geheiligten Feder des fliegenden Tigerangriffs beibringe. Wow. Gigantischer Angriff des Eldritch Dämon der geheiligten Feder des fliegenden Tigerangriffs? In der Tat. Es ist eine uralte und beinahe vergessene Technik, die mir von meinem super alten Vorfahren übergeben wurde, der ein epischer Stufe 37 Kampfsportler war. Es ist also äußerst mächtig. Ich glaub's nicht, der Opa war ein epischer Stufe 37 Kampfsportler. Wow! Wie willst du uns den gigantischen Angriff des Eldritch-Dämon der geheiligten Feder des fliegenden Tigerangriffs beibringen? Durch intensives Training? Durch Wachsen deines Autos? Bemalen deines Zauns? Meditieren unter einem kalten Wasserfall auf der Spitze eines magischen Bergs? Seid nicht so naiv. Auf die Art würde es ewig dauern. Meine Lehrmethoden sind, sagen wir, fortschrittlicher. Cool, was haben wir für ein Glück? Auf der Insel von Neo Sushi sind nämlich 6 magische Drachenkugeln verstreut. Wenn ihr es schafft, alle zu finden, könnt ihr ihre unglaublichen Kräfte entfesseln und... Warte mal. Ein Sammelauftrag? Na, auch einer. Wie scheiße ist das denn? Oh Mann, ich hätte lieber sein Auto gewachst. What? Ja, kommt Leute, lass uns gehen. Wartet, wo wollt ihr hin? Keine Sorge, wir sind Profis für sowas. Jo, wir haben schon alles mögliche an Gerümpel gesammelt, bevor du geboren wurdest. Kommt, ich hab Hunger. Meinst du, wir finden irgendwo eine Pizza? Ich will Sushi. Ich will Bier. Bier, wie langweilig. Ich will was Lokales, sowas wie Sake. Aber halt, ich habe euch noch nicht erzählt, wo ihr meine Bälle findet. Meine Drachenbälle. Ja, Punks. Verdammt. Ihr schuldet mir ein Kissen. Moment. Reg mich nicht auf, alter Mann. Oh, ihr seid zurück. Endlich. Habt ihr mir meine neue Kissen mitgebracht? Welches Kissen? Ich schätze also, dass ihr hier seid, da ihr begriffen habt, dass ich eine der Drachenkugeln habe. Wirklich? Aber wenn sie wirklich haben wollt, müsst ihr gegen mich kämpfen. So machen wir das hier. Später, wenn er älter ist. Ja, genau. Wir machen mal kurz speichern, weil nicht, dass wir hier sterben. Achso, das ist ein... Nö, ich dachte, das ist ein Ausgang. Ja, lass uns kämpfen. Jata! Oh. Oh, ich glaube, der ist ganz schön stark. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, wir machen mal Energieschild. Meine Waffen können wir nichts mehr anhaben. Ja, hahaha. So, Johnny macht hier seine ultimative Verteidigung. So, Mike macht mal seine ultimative massive Wundheilung. Ja, wir haben uns natürlich nicht geheilt vom Kampfbeginn. Warum auch? Ja, wäre ja langweilig. Und Francis macht hier Arm zu Trümmerer. Mit der ein bisschen... Alter, nicht auf Mike, verdammt. Warum ist eigentlich Mike... Moment. Sushi? Nee, Pizza. Komm, wir haben so viel Pizza gefunden. Wir hauen jetzt die Pizza raus. Und so, Nigel macht hier,
Gravitationsnee, was könnte denn ein zaubernder Knall? Hat der irgendwas? Nö, der hat nichts. Komm, wir machen Gravitations-Arschdingens. Zack. Vielleicht bringt's ja was. Ninja-Magie. Was? Dann geh ich immer auf ihn. Alter, immer. Ich muss unbedingt hier Berserker. So. Gut, jetzt sind wir ganz stark, ja. Schade, dass das nicht funktioniert. Wir müssen das nochmal machen, weil ich will, dass der diesen Negativ-Buff bekommt. Ja, sehr gut. Greif ihn an. Das ist ganz gut. So, machen wir hier nochmal massiv und heilen. Hat der jetzt? Ja, gut, Stärke down. Ja, gut, besser als nix, ne? Needle ist wahrscheinlich da hier, oder? Goldene Donne? Nö. Eldritch-Rakete, machen wir mal. Hey, ho, tickety! Nö, oder so, keine Ahnung. So, 140 Schaden, das ist schön. So, machen wir nochmal Heiliger Schlag, damit die wieder ganz schön ein bisschen zieht, ja? Zack, 180 Schaden. Atoi! Voll die komischen Geräusche. Ja, gut, ich meine, der hat schon ein paar Leben, hat er schon, ne? So, Mike macht aber jetzt erstmal trotzdem einen normalen Angriff. Eigentlich würde ich sagen, machen wir jetzt gerne ein paar normale Angriffe. Zack. Ninja-Magie! Wow, Alter, das tat weh. Normale Angriffe sind halt schon irgendwie auch ein bisschen doof. Ah, sehr schön, der ist auch jetzt irgendwie... Ja, seltsam gestunt, ne? So, dann hauen wir dem lieben Johnny mal eine Pizza rein. Bom. Was? 500? Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Ja, manchmal dauern die Soundeffekte etwas zum Nachladen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ninja Magie! So, vielleicht sollten wir ihm irgendwann mal wieder eine Pizza geben. Aber die Heilung, die ist echt böse. Schaffen wir den überhaupt irgendwann mal? Ich glaube, wir müssen mehr mit Dingens machen. Achso, ich sehe gerade, der hat sich auch ein bisschen Stärke gezaubert, sehe ich gerade. Also, ich würde mal sagen, der Johnny bekommt jetzt mal eine Pizza. So, ja, der hat sich... Ja, komm, das geht gar nicht. Ja, magischer Knall! Ich glaube, das ist entzaubert, oder? Entzaubert das schon, oder? Ja, perfekt, so gefällt mir das ganz gut. So, komm, wir machen hier Angriff. Francis macht hier Amtsertrümmer nochmal, weil vielleicht schaffen wir es wieder, dass er diesmal wieder Stärke nach unten geht, ja. Ninja-Magie. Autsch. Hat der jetzt? Nö, er hat immer noch Stärke nach unten, das gefällt mir ganz gut. Dann bekommt hier der Johnny nochmal einen schönen Pizza. Und ich sehe gerade, Johnny muss sich wieder neu buffen. Kann aber nicht, weil er... Ja, keine MP hat. Ja, das bedeutet, komm, er bekommt hier mal so... Ja, wir haben... 150 MP, komm, ja. Reicht, tada! So, Francis hat auch keine MP mehr. Bekommt auch noch ein paar MP. Obwohl das ganz schlecht ist, weil... naja... So, weil nämlich er sollte ja eigentlich, wir sollten ja auch angreifen, damit wir den auch töten können, ne? Gut, das Gute ist, dass, ja, der Sensei hat, noch immer den Stärke-Down-Buff zum Glück von meinem Francis, ja, der hat den ein bisschen kaputt gehauen, so gefällt mir das ganz gut, so 109 Schaden, das ist schön. Ach, Alter, das ist ja so lächerlich, ja. Ist fast so lächerlich wie Schürfwunden heilen vom Mike. Ja. Voll der schlechte Heilzauber eigentlich. Aber er braucht zumindest nicht viel. Er braucht zumindest nicht viel MP, das ist das Gute. So. Dann machen wir nochmal Gravitationsarschbombe, weil vielleicht bringt es irgendwas. Weil es müsste eigentlich auch irgend so ein Buff, glaube ich, bringt das ja trotzdem. Nö, verdammt. Ja, müssen wir nochmal Abendzertrümmerer machen. Genau. Damit das ja auch gut passt. Ja, damit das ja auch gut passt, dass der auch wirklich hier seine Stärke verliert. Mike macht nochmal. Ja, komm, Mike macht einen normalen Angriff. Tsching. Ach, so schön. Ach, der ist ausgewichen. Ach, nett. So. Schleichangriff. Nö, nochmal Armzertrümmerer. Gibt's ja nicht, dass der immer fehlschlägt. Gravitationsarschbombe. So, jetzt hat's aber funktioniert, oder? Ja, Stärke down. Sehr gut. So, machen wir einmal einen heiligen Schlag, damit wir auch wirklich wieder schön pullen. Ja. Und vor allem, der ist auch gar nicht mal so schwach, der heilige Schlag. Aber komm, jetzt greifen wir ihn einfach mal an. Ja. Den normalen Angriff und schauen wir, wie lange das der durchhält. Das Gute ist, die Angriffe, die der macht, die sind halt auch lächerlich. Acht. Oh, ja. Schön. Genau. Leg dich niemals mit den Guten an. Sehr schön.
So, gut, der liebe Nigel ist im Level gestiegen. Das bedeutet, er bekommt auch hier wieder, ich würde mal sagen, was haben wir beim Nigel gesagt? Wir wissen eigentlich nicht gegen, also Geschwindigkeit und Charisma. Gegen Geschwindigkeit und Charisma habe ich nichts einzuwenden, aber ich würde auch mal sagen, wir geben ihm ein bisschen Macht, ja. Einfach aus dem Grund, damit er auch in Leben steigt. So, und der Johnny bekommt natürlich nur Macht. Lalala. Und der bekommt natürlich nur Charisma. Charisma. Also Charisma eigentlich, ne? Oh, eine Drachenkugel. Schön. Ey, habt gewonnen. Punks, vergesst nicht, mir die, zu mir zurückzukommen, wenn ihr alle 6 Drachenkugeln gesammelt habt, ne? Ist okay. Mach mal.